euch hier auf der Hanfmesse und auch willkommen auf der Wapu-Messe. Ja, und willkommen auf der Shisha-Messe. Ja, und die Messe findet vom 28. bis zum 30.04.23 hier in Frankfurt statt. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem kleinen Video, den wir von der Messe gemacht haben. Leider hier nicht rauchen, auch wenn es sich hier um eine Rauchermesse handelt, aber das ist leider nicht möglich. Hi, schön, dass du mal kurz Zeit hast. Erzähl mal, was macht ihr? Beziehungsweise ich bin auf euch gekommen. Ihr kennt es ja, es gibt schon der Dr. Groten, der mit seiner Cannabis als Medizin, der macht ja auch schon, bildet aus. Und ich wollte mal den Unterschied wissen, beziehungsweise ja, die wachsen jetzt anscheinend auch auf dem Boden und wissen offensichtlich auch mehr wie andere. Und deshalb jetzt meine Frage an dich: Was unterscheidet euch jetzt zum Beispiel von anderen Cannabis-Beratern? Also zum Ersten, wir sind natürlich die Ersten gewesen am Markt in Deutschland, sind schon seit 21 aktiv, bieten jetzt seit letztem Jahr bieten wir Kurse an für den kompletten Recreational-Bereich, also den Genuss-Cannabis-Bereich, um da die nötigen Fachkräfte auch dafür auszubilden. Man braucht ja eine benötigte Schulung, um Cannabis dann verkaufen zu können. Da sollen ja auch Sachen wie Suchtprävention und solche Dinge müssen damit eingebaut sein, damit der Kunde auch anschließend richtig beraten wird. Ja, da arbeiten wir darauf hin, dass dann zum Zeitpunkt der Legalisierung anschließend dann genügend Fachkräfte auch da sind. Der Unterschied zum Dr. Grotenherrn zum Beispiel mit seiner Ausbildung, er bildet Leute für den medizinischen Bereich aus, für die medizinischen Berater. Bei uns sind es dann eher im kommerziellen Bereich Menschen, die dann später in den Geschäften stehen, verkaufen, aber auch die Grower, also die Leute, die es anbauen, die Anlagenbauer, die Weiterverarbeiter, die dann das Ganze später zu Esswaren, also Edibles. Das heißt, ihr arbeitet auch viel mit Profis zusammen, die das dann euch vermitteln oder habt ihr die schon? Wir haben insgesamt haben wir eine Akademie. Wir sind ein Team aus 12 Akademikern derzeit, davon 6 mit Masterabschluss. Wir haben einen Doktor mit dabei, einen Professor mit dabei. Okay.
Insgesamt haben wir 5 Anwälte, 2 Ärzte. Aber das Gärtnern lernt jetzt geil. Das Gärtner, für den Gärtnern haben wir hier unseren Dorian. Er ist gelernter Gemüsebauer. Okay. Er bringt halt so das ganze nötige Wissen aus dem Lebensmittelbereich mit, wo ja Cannabis dann eingestuft wird. Okay. Natürlich, wir haben auch so unsere Erfahrungen schon im Ausland gemacht. Ich selbst habe in den USA studiert, habe da mein Master of Business Administration gemacht mit der Fachrichtung Cannabis-Industrie. Wird das anerkannt, wenn ich jetzt einen Abschluss mache? Was, kann ich mich dann irgendwo bewerben? Arbeitet ihr mit Ämtern zusammen? Ja, wir arbeiten jetzt schon sehr eng natürlich mit allen möglichen Behörden zusammen, auch mit den einzelnen Parteien. Die haben jeweils Arbeitsgruppen für die Cannabis-Legalisierung, die uns auch schon im Vorfeld mit Themen gespickt haben, die sie gerne vermittelt haben möchten. Okay. Das haben wir alles in unsere Kurse mit eingebaut. Und wir sind jetzt gerade in der Zulassungsphase. Unsere Kurse sind wahrscheinlich in 6 bis 8 Wochen, haben wir eine staatliche Anerkennung. Wir haben jetzt schon auch die Zusage von der IHK. Die sitzt bei unseren Prüfungen mit bei. Natürlich können sie jetzt unsere Inhalte noch nicht bewerten. Die haben ja keine Ahnung von Cannabis. Da muss man sich jetzt aber darauf einfach verlassen. Wir arbeiten natürlich daran. Aber wir sind jetzt in der direkten Zulassung durch die staatliche Prüfstelle für Fernunterricht, die jetzt uns nochmal auf Herz und Nieren prüft. Das ist ja eine Unterabteilung vom Gesundheitsministerium. Ja, und dann steht dem nichts mehr im Wege, dass jeder unserer Teilnehmer dann auch seine Lizenz beantragen kann, was ja am Ende ganz wichtig ist. Genau. Das heißt, hoffen wir, dass schnell die Säule 1 umgesetzt wird, oder? Auf jeden Fall. Die Säule 1 ist auf jeden Fall ein sehr guter Schritt, um den Markt natürlich erstmal zu entkriminalisieren, um erstmal ordentliches Cannabis auf den Markt zu bringen, dass man da keine gestreckten Sachen mehr von der Straße kaufen muss. Das wird viele, viele Arztpraxen leer halten, denke ich mal, weil dann wird es keine Cannabis Kranken mehr geben. Sascha, ich danke für deine Zeit. Vielen Dank. Bis dahin. Hallo, freut mich. Vom Hanfbund Deutschland. Und ja, ihr seid mir natürlich aufgefallen. Schönes Logo übrigens. Danke. Da haben wir lang dran getuftet, aber jetzt ist es gut. So, erzähl mal, es gibt ja den Hanfverband schon und so. Was unterscheidet euch oder was möchtet ihr anders machen oder besser machen? Was macht ihr? Also, erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf bei dem YouTube-Video. Und wir sind der Hanfbund. Wir sind prima für, hier sieht man es, Aufklärung, Jugendschutz und Bewusstsein zum Thema Cannabis schaffen. Und für die Leute, die uns nicht kennen, ich bin Yunis Taru. Ich mache Videos seit mehreren Jahren auf Social Media, haben da eine ordentliche Reichweite mittlerweile aufgebaut. Super. Ich habe immer damals gesagt, Reichweite verpflichtet. Und ich will jetzt meine Reichweite verwenden, um was Positives, was Gutes auf die Beine zu bringen. Und super, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Und ja, das ist prima. Also wir wollen an Schulen gehen. Gerade ich habe eine junge Audience für die Leute. Wir haben ein Millionenpublikum, also ich habe Dir geht es um die Jugend, die du aufklärst. Um Jugend, ja, um Jugend. Es geht um Jugendschutz, Jugendaufklärung. Wir wollen an Schulen gehen mit Doktoren, mit Fachleuten, die dann wirklich schon fachspezifisch sind und an Cannabis aufklären. Und ich stehe dann eher so dazu da, so die jungen Leute zusammenzuhalten, die jungen Leute zu mobilisieren, damit sie sich diese Vorträge anhören. Sucht ihr also unterstützende Mitglieder dann oder wie ja, arbeitet ihr? Ja, wir haben auch einen Verein, ja, also wir suchen Mitglieder, die uns da unterstützen.
Und ja, natürlich Spenden, hast du nicht gesehen. Aktuell finanzieren wir das alles aus unserer Tasche. Aber habt ihr eine Homepage, wo man mitleben kann? Ja, klar, wir haben eine Homepage, die kann ich euch gleich dann mitgeben. Okay. Kann man hier oben verlinken. Sehr wichtig, dass da gearbeitet dran wird, dass nicht nur gesagt wird, ja, wir klären. Ich finde es schon mal gut, dass es kein Tabuthema mehr wird. Yeah. Aber wenn man wirklich dran arbeitet, dass man die Jugend aufklären kann, auch mit was dahinter, dann ist das eine gute Sache, was ihr da macht. Vielen lieben Dank, danke schön. Wir geben uns unser Bestes. Ja, ich werde es verpflichtet. Danke, danke. Bis dann. Ciao. Es hat euch ein bisschen gefallen. Leider war nicht ganz so viel Hanf hier vertreten, mehr Shisha, aber ja, dafür war es zumindest gut besucht hier und vielleicht wart ihr auch selber hier. Ich sage bis zum nächsten Mal und freue mich natürlich, wenn ich in den Kommentaren eure Meinung, Fragen oder wie auch immer lese. Bis dahin, bleibt mir gesund.